Guten Abend und damit herzlich willkommen bei Defense Grid The Awakening Müllbeseitigung. Die Aliens sind in den labyrinthartigen Ruinen einer Müllverwertungsanlage eingedrungen. Hindern sie daran, die Kraftkerne zu stehlen? Aber gerne doch. Wie ein Messer, mitten was ich gerade gesehen habe. Was ich gerade gesehen habe, das ist doch allen Ernst, dass es sogar einen Modus gibt mit nur einem Kern. Das ist. Also das ist dann dieser Ultra-Hardcore-Modus, wo man wirklich keinen durchlassen darf. Ich schätze mal, es ist auch möglich, das zu schaffen, aber es ist schon wahrscheinlich krass schwer. Was zum Teufel ist eigentlich das hier? Okay. Hier hinten lang, hier hinten lang, hier. Okay, die Fliegenden hauen dann. Aber was ist denn mit den anderen? Was ist denn mit den normalen? Laufen die dann den kompletten Weg wieder zurück? Nachdem sie sich einen Kern geholt haben? Oder wie ist das? Wie darf ich das verstehen? Ach ne, hier ist der Ausgang, okay. Okay, 25 Wellen. Lass mich das mal bitte jetzt mal ganz kurz erstmal analysieren. Die kommen hier raus, gehen hier lang. Können die da hoch? Okay, die könnten auf jeden Fall so gehen und wären dann schon da. Das fände ich nicht so toll. Wenn ich hier einen Meteor hinklatsche. Oh, und ich klatsche da einen Meteor. Und ich klatsche da einen Meteor hin. Und ich klatsche eine Kanone. Nee, Kanone da macht wenig Sinn. Kanone hier macht schon mehr Sinn. Und ich versperre hier auch gleich noch, indem ich hier ein Geschütz hinsetze. Sind sie ja gezwungen, hier hinten lang zu laufen. Dann hier lang, was sie auf jeden Fall bei diesen beiden Wegen immer hier hinführen wird. Dann hier hoch und da hinten. Ich versuche das so zu machen, dass sie da hinten diesen Weg rumlaufen. Ich versuche wahrscheinlich wieder so. Hä? Die spawnen mit Kernen? Okay, Planänderung. Das wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das vorher hätte wissen sollen. Also müssen die nicht hierhin. Die haben die Kerne schon. Okay, das ist, interessant ist es auf jeden Fall, ja. In diesem Fall... Oh Gott, kann ich hier... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das starten wir nochmal neu. Ich habe Leertaste gerückt, weil ich dachte, ich kann wie in Stronghold hier den Baummodus anmachen, dass diese obere Linie hier verschwindet, aber das ist natürlich Bullshit. Absoluter Bullshit. Kanone. Inferno. Geschütz. 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 So. Jetzt laufen sie hier lang. Jetzt will ich nicht, dass sie hier oben lang laufen, sondern ich will, dass sie hier lang laufen. Dann, na, aber diesen Weg werden sie wahrscheinlich nicht gehen. Sie werden dann hier und dann hier hoch. Heißt, hier muss ich auch dicht machen. Ich brauche mal ein bisschen Gold. Hier, das mache ich noch dicht. Und dann sind sie nämlich gezwungen. Diese Dinger sind unglaublich schnell. Dann sind sie gezwungen. Warte mal, können die überhaupt noch einen anderen Weg nehmen dann? Okay, werden wir dann ja sehen. Ach so. Die spawnen mit Kernen, solange wie wir noch keine haben. Wir müssen quasi das Lager selbst erstmal wieder auffüllen, oder was? Also so verstehe ich das jetzt zumindest gerade. Meteor. Das war dumm, oder? Ja, das war total dumm. Ja, die können jetzt hier nicht mehr lang. Ach nee, wobei. Nein, war es gar nicht. War es. Ist gut, okay. Die können sie jetzt wegen diesen Weg hier zu nehmen. Wenn sie nämlich diesen Weg nehmen, dann bringen uns auch diese Spots hier was, die ich auch natürlich alles mit Kanonen vollbauen werde. Und jetzt haben wir diesen schönen Bogen hier wieder. Und das ist doch nice. Das ist doch sehr gut. Stimmt, macht natürlich auch Sinn. Hier scheint es aber auf jeden Fall auch wieder Fliegende zu geben. Ein Temporal hier macht sehr viel Sinn. Und wie wäre es denn direkt hier mal zwei Kanonen abzugraden? Da kommt jetzt nämlich... Oh, jetzt kommen Fliegende schon. Scheiße. Kanonen müssten aber auch angreifen. Notfalls... Hier könnte ich eine Rakete hinbauen. Wenn ich das Gold jetzt kriege. Ich müsste das Gold jetzt kriegen für eine Rakete. Kriege ich, okay. Dann dürfte das auch kein Problem darstellen. Jetzt müsste ich die Fliegenden eigentlich ohne Probleme halten können.
Was ist mit ihm, Digga? Okay, geht er hier hinten lang? Und dann klatsche ich hier Meteor hin. Okay, sehr gut, hat sogar noch gepasst. Dann macht ein Temporal hier noch Sinn. Hier eine Kanone. Sind äußerst wirksam. Das ist grundsätzlich erstmal korrekt, ja. Da kommen mir ein paar zu viele jetzt gerade. Ich mach mal hier krasse Geschütze hin, dass sie das abhalten. Genau. Da die hier sowieso nicht lang gehen, kann ich hier auch eigentlich alles mit. Hier kann ich alle Meteoren hinballern. Oh, da kommen so viele Fliegende. Das wäre mir tatsächlich ganz lieb. Wo habe ich meine Rakete hingebaut, ne? Genau. Soll ich mal upgraden. So. Die upgegradete Rakete wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Fliegenden down gehen. Und wenn die Fliegenden down gehen, dann kriegen wir schön Geld. Wenn wir schön Geld kriegen, dann können wir schöne Sachen kaufen. Das ist erstmal ganz nice. Und zwar zwei upgegradete Meteoren, wenn es geht. Okay, da kommen vielleicht auch einfach 10 Milliarden Leute durch. Das geht natürlich auch. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Ja, das macht na. Nee. Nee, wobei, nee, geht nicht. Wenn ich hier freigelassen hätte, hätte ich es dann nochmal schnell auf eine Umleitung schicken können, die viel mehr Sinn gemacht hätte, aber das fällt jetzt weg. Alter Schwede, da kommen ein paar zu viele durch. Oh, krass, ey. Krass. Ist schon, also hier kommen schon übertrieben viele. Das ist schon sehr übertrieben, wie viele hier kommen. Ah, ja, schon vorbei. Nein. Gott, was mache ich denn? Ich weiß nicht, schon wieder weg? Okay. Egal, wir starten nochmal ganz von neu. Okay, ich muss erstmal wieder überlegen. Das war nicht die richtige Route, die wir da gewählt haben. Ich muss erstmal schauen, was ist denn die beste Route, was ist die bestmögliche Route. Ich mache hier dicht, mache hier auch dicht. Die laufen hier lang. Ich kann hier aber nicht dicht machen. Wobei doch kann ich. Ich könnte hier, ich müsste das alles drei wegmachen, müsste dann hier noch komplett dicht machen. Und dann würde ihnen dieser Weg hier gar nichts. Na, wobei, würde es ihnen dann noch was bringen? Die Frage ist, ob sie von diesem unteren Weg aus hier auch hochlaufen können oder nicht. Ich glaube aber eher nicht. Das ist so eine verdammt eklig große Map. Also eine wirklich sehr, sehr, sehr große Map. Wo will ich dir denn lang laufen lassen? Was wäre am günstigsten? Was wäre am besten? Wenn sie erstmal hier auf diesem Weg angekommen sind, dann können sie auf jeden Fall hier lang durch, weil da kann ich nichts verändern mit dem Labyrinth. Könnten so, na, das ist aber auch so ein scheiße kurzer Weg.
Auch nicht gut. Ich frage mich, ob die von hier aus da hoch können. Das probiere ich jetzt mal aus. Das möchte ich jetzt nämlich wirklich gern mal wissen. So, die laufen jetzt hier lang. Dann machen wir hier noch zu. Und dann werden wir ja sehen, ob sie hier da durch können oder nicht. Jetzt haben sie nämlich gar keine andere Wahl mehr, als hier quasi lang zu laufen. Und wenn sie hier hoch können, dann müssten sie nämlich erst so ran oder so ran. Doch, hier ist tatsächlich ein schräger Weg. Okay, da, doch, das ist okay. Ja, das starten wir aber tatsächlich nochmal neu, weil das war ja nur ein Test, um zu wissen, ob es funktioniert. Ich habe natürlich nur Geschütze gebaut, das ist nicht gut. Hier reichen... Hier muss ich schon drei Tower bauen, richtig? Zwei geht nicht. Dann machen wir hier ein Inferno. Eine Kanone. Eine Kanone. Hier zwei Geschütze. Ja, weil es hier Geschütze sind, mache ich mal drei. Also wenn ich hier drei Tower bauen muss, muss ich Geschütze machen, sonst habe ich gleich ein Geldproblem. Und dann laufen die hier hoch, kommen hier diesen Weg und laufen dann direkt hier, weil die jetzt schon mit Kernen spawnen. Das ist ein bisschen Arschloch-like. Hier könnte ich die aber nochmal einen Umweg laufen lassen. Wenn ich hier einen Turm hinsetze, dann laufen die einmal in so einem kleinen Bogen darum und kriegen schon mehr Damage. Ich kriege sie aber tatsächlich nicht alle. Da müsste ich dann jetzt... Ah, sogar das bringt nichts. Die sind viel zu schnell. Aber gut, okay, es ist ja gar nicht mein Ziel, alle Platz zu machen. Die Kanonen holen sich jetzt erstmal die da noch sind. Jetzt gehen die Kerne hier hin. Und jetzt wird es Zeit für Meteoren. Die kommen nämlich in die Mitte hier, damit sie komplett die ganze Zeit über angreifen. Achtung, könnte ich nicht sogar auch... Was ist denn, wenn ich dann laufen die... Wenn ich das hier blockiere, dann laufen die hier lang. Und müssen dann hier so rum und dann da lang. Macht das nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn? Na, wobei andererseits die Kanonen können... Nee. Das macht schon Sinn, die von hier kommen zu lassen, weil diese Kanonen nur diesen Weg schießen können. In jedem Fall sind Meteorentower hier sehr sinnvoll. Ach, die oh, die laufen jetzt diesen Weg. Okay, hier muss ich zumachen. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen wir sie ausschalten. Die sollen jetzt bitte hier oben lang laufen. Das macht am meisten Sinn. Die Schnellen sind trotzdem zu krass. Die Schnellen sind einfach zu heftig. Das ist einfach ein Fakt. Wir dürfen nicht noch einen verlieren. Und jetzt kommen schon so viele von diesen, Alter. Passen Sie auf die Kerne auf, Sie wollen sie stehlen. Achten Sie auf unsere Energie, sie geht bald aus. Okay, das hat sich sowieso erledigt, weil ich ganz vergessen habe, dieses... Oh Gott, Alter, es wird echt nicht einfacher. Es wird verdammt nochmal nicht einfacher. Ich muss auch noch darauf achten, dass die Fliegenden kommen. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, welche Welle. Oh, irgendeine Welle kommen die Fliegenden noch. Oh Gott, es ist schon so spät abends und ich muss mich noch so krass konzentrieren. Vielleicht ist das auch nicht die optimalste Route. Und wenn ich die so, dann hier hoch, dann hier hinten lang und dann so und die dann auch den gleichen Weg wieder zurücklaufen lasse, ein Versuch ist es wert, wa? Das habe ich gebraucht, um die überhaupt erstmal, dass die da nicht durchlaufen. Ich hoffe mal, dass ich die Anfangstypen jetzt noch kriege. Mache ich hier mal noch zwei Kanonen hin. Und ja, ob die jetzt diesen Weg hinnehmen, das ist ja eigentlich Latte.
Wichtig ist, dass sie... Konzentrieren Sie sich! Wichtig ist, dass ich hier dicht mache, dass die dann quasi von hier oben kommen müssen und nicht gleich hier durchlaufen. Es sieht aber erstmal so aus, als ob ich die auch alle so kriege. Ja, kriege ich auch. Okay. Die Meteoren-Tower schießen ja schon runter, wenn ich hier oben einen hinsetze. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. Unsere Energie ist relativ niedrig. So, die würden jetzt natürlich auf strengstem Wege sofort, das verhindere ich jetzt mal. Oder warte mal, jetzt weiß ich selber schon gar nicht mehr, wo wollte ich denn die eigentlich langlaufen lassen? Doch, ich wollte die doch noch hier oben laufen lassen, ne? Aber hier bin ich jetzt mal so reich. Mach mit Kanonen zu, weil die dann gleichzeitig noch draufballern können. So, wenn die sich jetzt die Kerne holen wollen, dann laufen die, glaube ich, automatisch schon diesen Weg. Ich müsste vielleicht noch hier dicht machen, dass sie auch wirklich ganz außen rumlaufen. Okay. Ich muss im Vorhinein schon sehen, wenn da Fliegende kommen. Ich glaube, es ist bald schon wieder soweit, dass dieses Level erreicht ist. Ach, die laufen jetzt da oben lang. Scheiße. Nicht gut. Das kann ich aber verhindern. Und hier sollt ihr auch nicht langlaufen. Nee, sollt ihr auch wirklich einfach mal nicht. Genau, schön da außen rumlaufen. Und jetzt wäre ein Temporal hier gut. Nee, Temporal nicht. Jetzt bitte sofort diese Typen hier töten. Wirklich sehr schnell. Denn ich brauche eine Rakete und wenn die Fliegen sowieso hier lang fliegen, dann setze ich hier meine beiden Raketen hin, die ich beide haben werde. Weißt du was, mach auch gleich sofort die zweite, dann gehe ich sicher, dass ich die Fliegen auf jeden Fall kriege. Jetzt hau ich sie richtig easy weg, die Fliegenden. Hier lauert Gefahr. Da ist ein Decoy. So, die laufen schon diesen Weg. Und drehen danach auch wieder um. Das ist gut. Muss ich hier gar nichts irgendwie machen. Dann müsste ich hier vielleicht einfach... ein paar von denen hinsetzen. Meteor Tower, der hier langballert. Dann kann das jetzt erstmal hier wieder aus. Die geben sich die Kerne dann auch immer so, dass die gar nicht erst dahin laufen müssen, sondern gleich umkehren können. Das ist ein bisschen arschig. Alter, wie viele kommen denn da auch bitte durch vor allem? Die kommen doch aber nur von hier, oder? Ich arbeite aber auch nicht mit Temperates, ne? Es ist ein Fehler. Es ist wirklich einfach ein großer Fehler, dass ich hier nicht mit Temperates arbeite. Ein Temporal macht hier halt auch sehr viel Sinn und hier baue ich auch gleich noch ein Temporal hin. Ah, kann ich gar nicht. Scheiße, ich muss den hier. Du musst mal weg. Temporal. Diese Geschütztürme lassen nicht viel übrig. Passen Sie diesmal gut auf den Kern auf. Der Mega-Meteor macht jetzt Sinn. Alter, wie viele hier einfach durchkommen? Das macht doch gar... Warum kommen denn so krass viele durch? Die müssen doch auch dauerhaft hier mit draufballern. Sterben die doch nicht mal einfach mal. Ah, dass sie den dann auch nicht einfach noch kriegen, ey. Jetzt sowieso schon low und Viecher, die hier ankommen. Und das Problem ist, dass die Kerne auch so ewig brauchen. Guck mal, die holen sich den Kern, laufen sofort, ziehen sofort komplett durch. Das ist halt kacke. Weil die Kerne einfach viel zu lahmarschig wieder zurück an ihren Platz kommen, meiner Meinung nach. Es kann jederzeit losgehen.
fast schon wieder tot. Welle 20 von 25. Allzu kacke sieht es nicht aus, aber es ist trotzdem... Es ist trotzdem ziemlich kacke. Können die Kerne jetzt mal bitte wirklich auch mal wieder ganz bis zum Rand? Also wirklich, wirklich bis hier wieder hin alle? Dass die auch wirklich ihren normalen Weg laufen müssen und nicht auf der Hälfte schon umdrehen können? Dann würde ich nämlich auch mal ihren vollen Schaden kriegen. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Ich liebe den Klang von... Alter, die mit 10 Milliarden Schilden. Was soll ich da denn bitte machen? Da hat man doch automatisch verloren, wenn die kommen. Oder nicht? What the fuck? Ich lebe noch. Wie geht das denn? Weißt du was, kann ich die nicht, kann ich die gar nicht, nee, geht nicht, hier kann ich nicht blockieren, ne? Also ich kann hier jetzt eigentlich nur noch das verbessern und das verbessern und hoffen, dass sie irgendwie noch mehr verlangsamen. Ich brauche mehr Verlangsamung, viel mehr Verlangsamung brauche ich. Das ist noch längst nicht die Verlangsamung, die ich mir ja wünsche. Auch mehr Kanonen vielleicht noch das Geld hätte. Hab's aber nicht. Na, das Problem ist, wenn hier zwei durchkommen, war es das jetzt schon. Es ist aber auch die letzte Welle. Ich muss nur irgendwie die letzte Welle noch überleben. Boah, 800 kostet ja. Zu viel. Oh, und jetzt kommen die mit den Schilden zu, krass. Guck mal, Alter, wie viele das sind. Wie viele das einfach sind. Tötet ihr die noch, oder? Komm, tötet ihr noch. Alter, wie viel Leben der einfach noch hat. Oh, ein Leben noch. Die müssen jetzt sterben hier, die müssen jetzt sterben. Die, die hier jetzt noch drauf sind, müssen einfach nur irgendwie noch sterben, hallo? Das darf doch nicht wahr sein, das sind zu viele. Es sind wirklich übertrieben viele. So viel kann man wirklich, so viel kannst du einfach physikalisch gesehen nicht halten. Guck mal, alles durch hier. Wie soll ich die platt machen? Ich weiß es echt nicht. Was tust du in so einem Fall? Was machst du da? Soll ich versuchen zu betrügen? Soll ich hier in ihr Feld... Okay, jetzt laufen sie. Lol, jetzt laufen sie diesen. Hä? Das ist noch nicht ganz vorbei. Okay, die laufen jetzt in ganz... Lol, habe ich das Spiel jetzt ein bisschen gefickt? Jetzt laufen die da ganz hinten. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Jetzt sind die hier ganz hinten lang gelaufen. Also wirklich da komplett hinten. Jetzt laufen die immer auch hier hinten noch wieder lang. Das ist ja schon nice, ne? Aber wie viele das auch schon wieder sind. Wie unglaublich viele das einfach sind. Das sind viel zu fucking viele, um sie zu halten. Zu viele. Zu schwer. Das ist echt zu schwer. Ich weiß momentan ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen soll. Hier auch noch mal dicht mache. Ich muss jetzt einfach versuchen zu betrügen. Irgendwie, ich muss doch nur diese eine Scheißwelle überleben, aber ich kann es nicht. Weil das Spiel zu schwer ist. Na, irgendwie schaffen wir das schon. Ja, ich weiß, dass sie jetzt durch Energiefelder laufen müssen. Ach, jetzt gehen die hier durch. Ach so, läuft der Hase jetzt. Okay. Und jetzt laufen sie auf einmal da oben durch. Okay, die suchen sich immer aus, wo sie durchlaufen. Weil die sind anscheinend der Meinung, wenn man sie verarscht, dann machen sie das mit dir einfach auch. Alter, die letzte Welle, holy shit. Ich weiß es nicht, was soll ich tun?
Wir skippen mal zurück auf Welle 19, von wo wir hier auf Welle 19 von 21, von 25 waren. Der Geschützturm hat sie erledigt. Können die vielleicht einfach mal nicht durchkommen? Guck mal, wie schnell die sind. Wie unfassbar schnell die sind. Viel zu schnell. Sag mir, wie du die aufhalten willst. Wie? Kann ich vergessen. Ich kann gleich so weit zurück. Ich darf keine Leben verlieren. Ich brauche später die ganzen Leben alle. Das kann ich mir jetzt wirklich einfach auch mal nicht leisten. Hier Leben zu verlieren. Geht nicht. Ich darf am Anfang die Leben nicht verlieren. Ich muss die behalten. Hä, wo hab ich denn gerade Leben verloren? Oh nein, schon wieder ein Kern weniger. Das ist der erste Kern. Ach so, die nehmen sich dann. Ach so, der Schnelle nimmt sich dann den Kern und wandert hier durch. Ja gut, okay. Also sorry, das ist nicht zu verhindern. Das ist absolut unmöglich, die Schnellen aufzuhalten. Das geht gar nicht. Habe ich schon was für die Dings? Für die Fliegenden habe ich nicht, ne. Und da die Fliegenden jetzt gleich kommen, baue ich das jetzt. Zwei von denen gleich. Weil jetzt halte ich alle Fliegenden, kriege richtig viel Geld und ich muss das Geld jetzt schlau investieren. Ich muss das jetzt gut investieren. Wirklich. Ich brauche was gegen diese krassen Massen. Was macht man denn gegen so krasse Massen? Da hilft da auch der Entfernungsturm nicht richtig, oder? Was wollen Inferno-Türme da bewirken, frage ich mich gerade. Schon wieder kommen 10 Milliarden Viecher durch, weil die sich irgendwann die Kerne auf den Weg nehmen. Gut, okay, dann du kommst diesmal weg, ich mach diesmal hier das Tempel hin. Und grade das auch gleich ab. Die Kanonentürme, die machen auch einfach nichts. Die machen einfach keine Kills. Und diese fetten, weißt du, die ja noch zur Hälfte voll sind und sich dann einfach so einen Kern nehmen. Und wenn die dann durchkommen, verliere ich drei gleich. Also sorry, aber sag mir. Sag mir irgendein Mensch auf der Welt, wie das zu schaffen ist. Also nicht mit der Taktik, mit der ich es jetzt gerade mache. Das glaube ich irgendwie nicht. Verdammt, sie haben sich noch einen Kern geschnappt. Unsere Kerne, sie stehlen sie. Okay, wir werden das im nächsten Part weiter probieren. Das reicht, glaube ich, für eine Partlänge und ich habe auch wirklich keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich werde mal überlegen und wir sehen uns dann im nächsten Part hier an der gleichen Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, und ciao.